Einen wunderschönen guten Morgen. Good morning, Arnie. Good morning. Wir sind schon wieder unterwegs, denn heute werden wir unsere Wohnung, in die wir umziehen, am 15. Dezember reservieren. Das heißt, wir zahlen die 2 Monatsmieten Kaution. Und dazu müssen wir in der Nähe vom Flughafen, ihr wisst ja schon, Newtown, Magdan. Jetzt brauchen wir einen Quarantänepass. Ab heute gibt es wieder verstärkte Maßnahmen. Good morning. Ein kurzer Blick zum Pool, bevor wir jetzt starten. Und dieses Wahnsinnswetter, schaut mal. Super. Aber jetzt geht's gleich los. Und gestern haben wir noch die Luft aufgefüllt von den Reifen vom Motorrad, weil das sind ca. 25 Kilometer jetzt zum Fahren. Ja? Und hier, das ist meine Face Mask. Ich denke, ich trage hier einen Schal. Where are we now? In Newtown, Magdan. Das hat ca. 1 Stunde jetzt gedauert, war wenig Verkehr, ist super gelaufen, wir sind schön langsam gefahren. Ja, und jetzt sind wir hier. Wunderbar. Ich weiß nicht, wofür die Leute warten. Was gibt's denn hier? Mabuhay, Metrobank. Ah, das ist die Bank. Und hier haben wir eine Watsons. Und wir wollen ja heute unsere Wohnung reservieren. Dazu müssen wir die 2 Monate Miete im Voraus bezahlen als Kaution. Und wenn wir dann einziehen, dann ist die monatliche Miete fällig. Wir machen einen Mietvertrag für 1 Jahr, weil die Miete ist jetzt im Moment wirklich günstig und diese Wohnung ist super. Die können wir dann eventuell, selbst wenn wir jetzt nicht mehr hier wohnen, können wir die Leute vermieten, die dann hier ankommen, frisch mit dem Flugzeug. Und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil, weil das ist hier nur 10 Minuten vom Flughafen. Ja? Schaut also hier nochmal Gesichtsmaske und manchmal auch Face Shield, deshalb habe ich den jetzt auch. Wetter ist spitze, schaut euch mal das an. Hier haben wir wie so ein Olympiadach. Und ja, ist sehr sympathisch hier. Also hier Newtown Boulevard 8. Wir müssen jetzt erstmal zum Büro. Oh, das ist schön. Wir mussten uns hier eintragen. Und das ist wirklich toll hier. Ich fühle mich hier schon beim Reinkommen sehr wohl. Leute, also schaut mal, das ist hier vom Feinsten. Das ist hier absolut. Ja. So. 17. Stock. Das ist natürlich super, ne? Apartment 17G. Und schaut mal hier schon vom Fenster aus die Aussicht. Ja? Ist das nicht der Wahnsinn? Dann gehen wir hier rein. Studio Apartment. Gleich aufgeteilt, nur andersrum. Ja. Hier ist das Badezimmer. Und hier das Schlafzimmer ist ja so abgetrennt. Can we go outside a moment? Also hier die Aussicht. Wow, da geht's runter. Ne? Schöne Aussicht, schaut mal mit Meeresblick. Sagenhaft. Und von außen das Reinkommen. Aus reinblickt, schaut, Riesenapartment. Wow, sie ist 39 Quadratmeter, weil das ein Eck-Unit ist. Ah, hier ist die Küche. Waschmaschine, Kühlschrank, Küche und hier der schöne Balkon. So, hier the mattress, yeah, for the linen is this size. Das ist also hier nochmal das Fitnessstudio. Ich freue mich ja schon so. Wobei wir uns in der anderen Anlage auch wohlfühlen, aber hier, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Da draußen ist ja der Pool und hier dieser Garten. Na, das ist ja alles im 5. Stock hier und wir gehen jetzt zur Admin
office. So Miss Arnie, let us know what we have to do now. Ah, because we have to get our internet contract. No? Ja, wir müssen nämlich jetzt nach PLDT. Das ist genau, wir müssen eine Internetverbindung beantragen, dass wir unser Internet haben. Und bevor wir hier einziehen, da müssen wir dann Bettwäsche, Kopfkissen und so weiter, das ist ja, und die ganzen Reiskocher und die ganzen Sachen, das müssen wir alles kaufen, da ist nichts drin in dem Apartment. Oh, wir sind hier im BLDT-Büro in Lapu-Lapu. Und hier müssen wir unser Internet bestellen, dass sie uns das dann bis zum 15. installieren. Jetzt schauen wir gleich mal, was die Miss Arnie macht. Die muss nämlich hier ein Formular ausfüllen für die Beantragung des ADSL. Ja, yeah, you have to fill up a form. Und dann braucht man natürlich auch einen Adressnachweis und deswegen haben wir die Stromrechnung bekommen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist, aber die Arnie meint, ja, damit alles seine Richtigkeit hat. Und die Beth, die wird dann dort sein, wenn die das installieren, sodass, wenn wir Glück haben und alles gut läuft, dass wir es dann bis zum 15., wenn wir einziehen, Dezember, ja, 2020 haben. Wenn das Formular ausgefüllt ist, dann müssen wir sie in diese Box reintun. Das ist sehr angenehm, ja, die haben hier so ein Open-Air-Warte. Raum, die Arnie füllt alles für mich aus, die ist da hinten mit Ventilator, schaut mal. Und dann hier die, gibt es sogar zum Händewaschen hier, wegen Covid. Da habe ich gerade schön mit Seife die Hände gewaschen. Und hier halt die Warte-Area, bis man dann aufgerufen wird. Und hier schön mit Social Distancing warten wir hier. Also ich kann manchmal viele Dinge nicht nachvollziehen, die über die Philippinen gesagt werden, im negativen Sinn. Ihr seht es ja selber in meinen Videos. Ne? Es ist hier alles gut. Ich weiß nicht, wir haben heute auch wenig Verkehr gehabt. Wir kommen hier super durch. Alle Leute sind freundlich. In den Büros ist alles top organisiert. Super. Ja, und dieses Apartment, was wir jetzt mieten, gut, das kostet 15.000, da könnt ihr euch alle ausrechnen, wie viel das ist. Ich glaube, ich komme auf 370 Euro oder so im Monat. In einer 5-Sterne-Anlage kann man doch eigentlich mit Meeresblick auch nichts sagen. Ne? Die Pläne, was es kostet, ja, ihr seht, wir machen hier diesen kleinen hier, der reicht normalerweise aus, 1.299 im Monat. Und dann geht es weiter hoch, ja, wie ihr seht. Die Zahlen unter den Megabits, das sind immer die Preise, ja, könnt ihr genau sehen. Ja, es ist alles beantragt hier und jetzt können wir nach Hause fahren, ja, good job, Arnie. Ja, also alles in Butter und die rufen uns dann an und machen das alles telefonisch. Meine lieben Freunde, das ist jetzt alles so schnell gegangen, dass wir noch hier vor 14 Uhr zurück sind und jetzt gehen wir natürlich gleich schwimmen im Pool. Bei diesem Wahnsinnswetter und ja, das lädt natürlich ein. Die Arnie ist schon vorausgerannt und gibt die Quarantänepässe ab und dann gehen wir gleich Kleidung wechseln, was wir auch noch gemacht haben. Wir haben uns schon Mittagessen mitgenommen, das ist hier drin, ja, und das ist natürlich spitze. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal wie immer und bis zu unserem nächsten Video hier von Cebu City. Besser gesagt von Lapu Lapu.